Hier sind die Pillen. 20 Euro pro Stück. Siehst du den Typen da an der Bar? Zu dem kannst du gehen, dem habe ich schon mal was verkauft. Willst du feiern? Ja. Mit Felix ein bisschen Spaß haben. Du verstehst? Carlas Lügen haben mir den Rest gegeben. Genau wie ich vermutet habe. Jetzt macht euch mal locker, oder könnt ihr Kevin irgendwo sehen? Der ist doch bestimmt nicht weit. Das ist das Gute am Verfolgungswahn. Man ist nie allein. Sag mal, bist du schon wieder auf Pille? Und was spielst du? Ja, so wie du hier rumgackerst. Mal, was wollt ihr eigentlich? Wenn ich schlecht drauf bin, dann unterstellt ihr mir, dass ich euch ein schlechtes Gewissen machen will. Und wenn ich gut gelaunt bin, dann kommt ihr mir gleich mit so blöden Unterstellungen. Zum tausendsten Mal, ich bin nicht auf Drogen. Ich hoffe, du hast noch nicht alles an die Beine abgetreten. Ich hab's mir noch nicht anders überlegt. Jetzt nicht. Wieso? Eben warst du noch ganz wild darauf, mir was zu verticken. Hast du jetzt Ecstasy oder hast du keins? Ich habe mir unseren Hochzeitstag auch anders vorgestellt. Hier, der kann zwar auch nichts mehr ändern, aber verklärt wenigstens die Wahrnehmung. Vater wird mir niemals verzeihen, dass ich ihn jahrelang belogen habe. Ja, aber doch nur, weil du ihn nicht enttäuschen wolltest. Hm? Irgendwann wird er es verstehen. Du kennst ihn nicht. Der beruhigt sich schon wieder. Der hat sich doch schon auf der Feier kaum noch was anmerken lassen. Wenn du ihm sagst, dass du auf Frauen und Männer stehst? Ja, komm, vergiss es. War nur so eine Idee. Sorry, Leute. Ich war zuerst da. Aber vielleicht reicht's ja für uns alle. Du vertickst Drogen? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Wart mal kurz, ich muss was klären. Haltet euch da raus, ich brauche keinen Babysitter. Wie kannst du dich nur von Kevin in sowas reinziehen lassen? Wieso, was ist denn dabei? Ihr solltet auch mal ein paar E's einwerfen. Ja, dann kämpft ihr ein bisschen lockerer drauf. Ich mache euch auch einen Sonderpreis. Das sind keine Gummibärchen. Kevin saß wegen Dealerei im Knast, hä? Ihr habt es gerade nötig, die Moralapostel zu spielen. Jetzt seid doch vernünftig. Was willst du denn jetzt machen? Rennst du zur Polizei oder gehst du doch lieber zu Anne? Das bringt nichts. Ja, Mama, morgens bin ich super. Zum Frühstück? Im Schneiders? Ja, wir haben uns jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, ne? Ja, ich hatte eine Menge zu tun in der Firma und... Felix, du gehst mir wirklich total auf die Nerven. Kannst du nicht in deinem blöden Zimmer... Mach dich mal locker, ja? Bitte? Ich meine nicht dich. Felix? Ich war in der letzten Zeit auch sehr beschäftigt. Ja, ich würde vorschlagen, 10 Uhr? Felix? Ja, geht klar. Ich muss jetzt auch Schluss machen, ja? Gut. Ich freue mich auf morgen. Ciao. Sag mal, was fällt dir ein, an meine Platten zu gehen? Ich suche mir unten die Fingerwunden. Außerdem leid. Ist meine Sammlung kein Selbstbedienungsladen. Warte, ich würde das gerne wieder gut machen, ja? Wie das denn? Willst du den Leuten unten was vorsingen? Das vielleicht nicht gerade. Aber ich wollte dich zum Frühstück einladen. Was Originelleres fällt dir wohl nicht ein, hä? Morgen im Schneiders? Dieser Nobelladen? Das beste Frühstück der Welt. Hört sich klasse an. Oh Mist. Wenn es einmal läuft, dann läuft's.
Tag. Ja, das können Sie laut sagen. Herr von Breinbach-Lahnstein, eigentlich dachte ich, dass Sie in anderen Gemächern des Schlosses beschäftigt sind. Ich gehe auch gleich wieder zurück zu Carla. Ich wollte mir meiner jungen Braut ein kleines Nachtmahl bereiten. Das ist eine hervorragende Idee. Allerdings weiß ich nicht, ob Sie die Gräfin mit dieser kleinen Möhre beeindrucken können. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Lassen Sie mich das mal machen. Wissen Sie, was mir an den Hochzeiten der Lahnsteins am besten gefällt? Dass die Familie jedes Mal ein wenig größer wird. Für Sie mag es ja ganz normal sein, in einer intakten Familie mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Aber glauben Sie mir, das ist alles andere als selbstverständlich. Ihre Hochzeit war einfach perfekt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie Graf Lahnstein das alles im Griff hat. Tja, das kann man so sagen. Und seine Toleranz ist bewundernswert. Oh ja. Nico gehört schon richtig zur Familie, obwohl sie mit einem Bauarbeiter zusammen ist. So. Nun will ich sie aber nicht länger aufhalten. Gute Nacht. Nacht. Die Braut wartet. Sie pillen und jetzt vertickt sie sie auch noch. Ich bin echt gespannt, was als nächstes kommt. Dein Ehe kommt verdammt gut. Und verdammt schnell. Besten Dank auch. Scheiße, die hat doch schon wieder was eingeschmissen. Sieht ganz so aus. Hi. Vielleicht noch was für mich übrig? Ja, klar. Bei mir bekommt jeder das, was er will. Aber das regeln wir am besten woanders. Das ist doch nicht mehr, Jana. Wir müssen irgendwas tun. Wenn wir uns jetzt wieder einmischen, dann machen wir es nur noch schlimmer. Wir sind die Letzten, auf die sie hören. Sollen wir etwa zugucken? Was ist, wenn du zu Arno gehst? Jana, verpetzen, das kann dich nicht bringen. Ja, aber besser ja, wer es von dir? Oder willst du, dass ihm irgendjemand anders erzählt, dass Kevin wegen Dealen im Knast war? Ich habe diesen Tisch für Sie vorgesehen. Ich hoffe, Sie gefällt Ihnen. Ja, natürlich. Ja, dann schicke ich Ihnen gleich Angelo. Oder darf ich Ihnen schon was bringen? Champagner? Eine Flasche Champagner, bitte. Kommt sofort. Und? Gefällt's dir? Krass, der Laden. Du hast wohl bei mehreren Leuten was gut zu machen, oder? Ja, so schlimm bin ich auch nicht. Ich wollte dir nur gerne jemanden vorstellen. Ist sie schon? Hallo. Schön, dich zu sehen. Das ist übrigens Coco. Coco, meine Mutter. Sylvia Jones, guten Tag. Nett, Sie kennenzulernen. Hallo. Guten Morgen. Bis zum Mittag werden wir auch draußen mit den Aufräumarbeiten fertig sein. Gut, Victor. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr von Breinbach-Lahnstein. Ja, Ihnen auch, Victor. Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, dass Sie Ihre Hochzeit genossen haben. Ein wirklich außergewöhnliches Fest. Ja, das war's, tatsächlich. Morgen, Johannes. Ich glaube, ich bin dir eine Erklärung schuldig. Ich bin an Ihren Erklärungen nicht interessiert, Herr von Breinbach. Ja, dann gehe ich mal ins Büro. Ja, möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Ist Jana schon wach? Morgen. Morgen, Nico. Na, liegt ihr euch schon wieder in den Haaren? Nein, ich wollte nur ein paar Unterlagen vorbeibringen für eine Klausur. Ich weiß nicht genau, ob ich Jana heute in der Schule sehe. Immerhin redet ihr wieder miteinander. Ja, wir versuchen's. Lass die Unterlagen ruhig hier. Bis Jana heute runterkommt, dauert's wohl noch ein bisschen. Sie ist erst sehr spät schlafen gegangen. Sag ihr doch, wie es ist. Sie hat sich die ganze Nacht rumgetrieben. Trotz Hausarrest. Sie tanzt uns auf der Nase rum. Tja, wir wissen im Augenblick wirklich nicht weiter. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie gestern Abend war? Ich? Mhm. Kein Schimmer. Ich gehe mal hoch und gucke, ob sie schon wach ist. Ja, gut. War das nicht deine Hochzeit wie aus dem Märchenbuch? Ja, ich habe auch nur noch gestaunt. Mein Onkel hat gestern geheiratet. Und als dann der Braut noch die Tränen der Rührung kamen,
Ich habe ja bei solchen Gelegenheiten auch immer nah am Wasser gebaut. Jetzt entschuldigen Sie mich. Wieso warst du nicht eingeladen? Es hat gerade noch gefehlt. Mein Onkel ist das letzte Arschloch. Unsere Familie ist ein bisschen kompliziert. Und Sie wohnen jetzt mit Felix zusammen? Ja, aber nur, weil es praktisch ist. Ich arbeite im Club unter der WG als DJ. Ich habe sie sofort engagiert. Ich wusste einfach, sie ist die Richtige. Und es ist ja auch ideal, eine Freundin zu haben, die die besten Platten der Stadt auflegt. Also damit das klar ist, ich bin nicht mit Felix zusammen. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Ach ja? Dann habe ich die Aktion hier wohl falsch verstanden. Mir wird das ja jedenfalls ein bisschen zu familiär. Hat nichts mit Ihnen zu tun. Danke für die nette Einladung. Kann ich meine Jacke wieder haben, bitte? Ist sie nicht klasse? Ey! Oh, lass mich in Ruhe! Du musst mit dieser Scheißdealerei aufhören, hörst du? Hast du noch welche von den Pillen? Wieso willst du welche? Mann, lass die Scheiße und verpiss dich! Muss auch eh in die Schule. Weißt du eigentlich, in was du dich da gerade reinreitest? Selbst Arno ist schon stinksauer auf dich. Ach, du hast ihm alles erzählt? Nein, noch nicht. Aber wenn du so weitermachst, bleibt mir keine andere Wahl. War ja klar. Einmal Verräterin, immer Verräter. Was gibt's? Hey Kevin, ich bin's. Ah, Sugar. Wie laufen die Geschäfte? Ich hab fast alles vertickt. Hab ich doch gleich gewusst. Du hast das drauf. War ja auch easy. Ohne dich wäre ich verloren, Baby. Ja. Feinbar. Gibt's irgendwas Besonderes? Die Chefetage ist so gut wie ausgefegt. Hm. Vielleicht solltest du dich auch lieber um deine Frau kümmern. Carla wollte allein sein. Und auch sonst hatte ich das Gefühl, dass ich auf Königsbrunn nicht gerade erwünscht bin. Na, was hast du denn erwartet? Dass mein Vater den Alibi-Ehemann seiner lesbischen Tochter mit offenen Armen in die Familie aufnimmt? Weißt doch wie ich. Vom Flugzeug aus sehen alle Probleme klein und unbedeutend aus. Du hast Nerven. Die 2 Millionen Schwarzgeld, ja? Die sind seit Tagen überfällig und du denkst ans Fliegen. Ach ja, das weißt du ja noch gar nicht. Mein Vater ist auch, was das Schwarzgeld betrifft, erschreckend gut informiert. Was? Ja, was mache ich denn jetzt? Gönn dir doch ein paar Flittertage. Hier gibt's ohnehin nichts für dich zu tun. Was denn? Ist das Luxusfrühstück schon vorbei, hä? Waren die Portionen so winzig? Quatsch deine Brötchen voll, nicht mich. Wo ist denn dein Jetset-Lover? Felix ist noch im Schneiders mit seiner Mutter. Ach, gehören wir schon zur Familie. Noch mehr blöde Bemerkungen? Ja. Raffst du eigentlich nicht, dass Felix nur mit seiner Kohle prahlt, um dich zu beeindrucken? Das musste ja kommen. Der Neid der Besitzlosen. Du stehst also drauf, wenn er mit seinem Scheinchen winkt, ja? Sag mal, was willst du mir hier eigentlich reinwürgen, hä? Ich lass mich nicht kaufen. Von niemandem. Ach, sieht aber ganz so aus. Bei Ansgar von Lahnstein vermute ich nicht, dass ihn das von der Arbeit abhält. Ja. Gewissen Sinn für Familie scheint sogar der zu haben. Jana? Du schleichst dich aus dem Haus, ohne Frühstück? Ich hab's eilig. Da hilft früher aufstehen. Ich hab ziemlich spät gebüffelt. Mit einer Klassenkameradin. Hausarrest, haben wir den vergessen? Ich kann einfach besser zu zweit lernen. Okay. Das können wir auch alles später besprechen. Mich wundert, dass du freiwillig zur Schule gehst. Ach, Nikos Abgang hier. Wieso? Hat sie was gesagt? Nein. Sie war nur ziemlich sauer, als sie gegangen ist. Ja, ich hätte sie nicht so ignorieren sollen. Ich meine, ich weiß, dass ich in letzter Zeit viel Mist gebaut habe. Die Einsicht kommt etwas plötzlich. Ja, wir müssen uns irgendwann mal richtig ausquatschen, aber das wird schon. Ich muss dann ja.
hörst doch ständig das Gras wachsen. Immerhin bist du gestern trotz Tanjas Drohung gut nach Hause gekommen. Lars, kapierst du denn nicht? Das ist Teil ihres Plans. Sie will mich verunsichern, wo sie kann. Da gehören aber immer zwei dazu. Ach. Naja, wenigstens bist du jetzt deine Schlinge los. Wenn ich sie so ansehe, der Zauber einer Ehe scheint ja schnell zu verfliegen. Sie habe ich gesucht, wir haben ein Problem. Unsere Geldwäsche. Ist aufgeflogen. Erzählen Sie mir was Neues. Das wissen Sie schon. Ja, was soll man denn jetzt tun? Ich habe keine Lust, im Knast zu landen. Naja, es bleiben Ihnen noch Schlaftabletten. Sie könnten einen Strick nehmen oder vom Dach der Holding springen. Komm, machen Sie keine Witze. Und Sie sich nicht ins Hemd. Ansgar hat uns aus allem rausgehalten. Ja, das hat er bestimmt nicht aus Nächstenliebe getan. Ich meine, was wird er denn mit uns vorhaben? Uns? Entschuldigen Sie, mich können Sie da nicht mit einbeziehen. Er kann mir nichts anhaben. So wie Solidarität hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Sie werden sicherlich eine Lösung finden. Habe ich Ihnen übrigens schon zu der gelungenen Hochzeit gratuliert? Die hohe Kunst einer Zweckehe. Allerdings ist es nicht nett, dass Sie Herrn Schneider damit reingezogen haben. Aber er hat ja Glück. Trauzeugen stehen ja glücklicherweise nicht unter Eid. Gib's doch zu, Felix Kohl hat dich von Anfang an gereizt. Selbst wenn es so wäre, das geht dich nicht weg an. Das, was sie abzieht, das ist krank. Bald verlange ich Wiederholungshonorar. Halte ich aus meiner Beziehung raus. Gib dir demnächst ein bisschen Kohle, dass du mit ihm ins Bett. Gleich knallt's! Du hast doch ein ganz anderes Problem. Aha, was denn? Dir geht's gar nicht um Felix Kohle, sondern um deine Eifersucht. Geht dir nicht so viel ein. Warum regst du dich dann so auf, wenn ich dir egal bin, hm? Lebt ja noch. Als im Treppenhaus dachte ich, ich müsste Notarzt rufen. Das Halstuch gefunden? Leider nicht. Oh ja. Warum sollte sie auch das ausgerechnet in den Schrank legen? Vielleicht, weil sie es selbst aufgetragen hat? Oh. Ja, sie hat es mir bestimmt mit in die Schule genommen. Ach so. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du das Halstuch heute Morgen überhaupt umhattest. Jetzt, wo du es sagst, vielleicht habe ich es ja auch gar nicht angehabt. Und es ist zu Hause. Außerdem kann es dir doch egal sein, was er von uns hält. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Außerdem habe ich deine Mutter heute Morgen nicht zum Frühstück erwartet. Willst du jetzt eine Familie machen? Wie kommst du denn darauf? Wir waren uns doch einig. Eine ganz lockere Affäre. Keine Gefühle, kein Stress. Weiß ich doch. Ich hatte in letzter Zeit genug Zoff mit Männern. Und ich habe es satt, ständig nur verarscht zu werden. Also, es bleibt dabei. Entweder ganz unverbindlich oder gar nicht. Schon klar. Wir wollen ja beide nur ein bisschen Spaß haben. Dann ist ja gut. Noch ein Whisky, bitte. Ja, irgendwas nicht in Ordnung? Doch schon, aber ich dachte, der Tag ist noch lang. Haben Sie auch wieder recht, machen Sie einen Doppelten. Psychiatrische Hilfe, ich denke nicht dran. Lars, ich weiß, was ich weiß und ich werde mich gegen Tanja zur Wehr setzen. Charlie, du hast schon genug angerichtet. Ich möchte nicht noch einmal in eine Schusslinie geraten. Eine wunderschöne Hochzeit gestern. Wir sind gar nicht dazu gekommen, miteinander anzustoßen. Einen Moment bitte. Na, alles klar bei dir? Könnte nicht besser sein. Nach so einer fabelhaften Hochzeitsnacht. Ja, was, trinkst du einen mit? Danke, aber ich verzieh mich lieber, bevor es gefährlich wird. Was? Auf eine glückliche Zukunft und viele neue Lahnsteins. Frau Schneider. Ja, dann lass dich mal bald wieder blicken. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen? Worum geht's? Ist was mit Jana? Nico, wir machen uns Sorgen. Sie ist wie ausgewechselt.
Mal abweisend, aggressiv und dann wieder überfreundlich. Ja, die Sache mit den Drogen, sie sagt zwar, sie hätte sie nur einmal genommen, aber... Wir können ihr nicht mehr vertrauen. Und dieser Kevin, der ist ja wohl definitiv der falsche Umgang für sie. Kannst du nicht nochmal mit ihr reden? Ich komme schon lange nicht mehr an sie ran. Aber ihr müsst etwas tun. Ich habe die hier eben bei ihrem Schrank gefunden. Sie nimmt das Zeug wieder? Nicht nur das. Sie dealt auch noch damit. Nein, wirklich, sie waren so ein schönes Paar vor dem Altar. Glücklicherweise hatte ich genügend Taschentücher dabei. Frau Schneider, ja. Der Austernlieferant ist jetzt da. Oh ja, die ersten Austern. Sie entschuldigen mich. Ich weiß doch, wenn man sich als Chefin nicht um alles selbst kümmert. Manchmal braucht man einen starken Freund, was? Ja, komm mal, sparen Sie sich Ihre Kommentare. Ich war eben nicht besonders nett zu Ihnen. Dabei würde ich Ihnen ziemlich gerne helfen. Ach ja. Ansgar frisst mir mittlerweile aus der Hand und wenn Sie möchten, lege ich ein gutes Wort für Sie ein. Ja, was soll ich dafür tun? Halten Sie mich für so berechnend? Na ja, gut, wenn Sie mir unbedingt einen Gefallen tun wollen. Ich muss mich um eine alte Freundin kümmern. Und Sie scheinen Charlie ja auch ganz gut zu kennen. Sie sind mit Frau Schneider befreundet? Auf eine ziemlich spezielle Art, ja. Helfen Sie mir, Charlie auszuschalten. Ich habe einfach Angst, dass sie noch weiter abrutscht. Hanna dealt mit diesen Pillen? Sie durchschaut doch überhaupt nicht, worauf sie sich da einlässt. Bin wieder da. Was machst du denn schon wieder hier? Verstehe. Du miese Verräterin. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Nico hat völlig richtig gehandelt. Versaust deine Zukunft. Wegen dieser Scheißdrogen! Das kann dir doch total egal sein. Du schmeißt dein Leben weg! Halt endlich die Klappe, Alter! Du bist noch nicht mal mein Vater. Und so geht es weiter. Was soll das? Schickt sie dich jetzt vor? Nein. Aber du vergräbst dich hier und siehst völlig fertig. Warum redest du nicht endlich mit ihr? Entschuldige, es ist alles etwas viel im Moment. Ihr? Willst du uns nicht reinlassen? Wenn euch das anmacht. Herr und Frau Brandner, das ist ja meine Überraschung.